das Bayerische Rote Kreuz führt in Bayern ca. 2 Millionen Transporte durch. Die aktuelle Situation ist für uns keine außergewöhnliche. Infektionstransporte gehören für uns zum Alltag. Unsere Einsatzfahrzeuge sind mit einer Schutzausrüstung für unsere Einsatzkräfte ausgestattet. Dazu gehört ein Schutzanzug, Mundschutz, eine Schutzbrille. Der Coronavirus ist für uns ähnlich zu handhaben wie Transporte mit dem Influenza-Virus. Die Einsatzfahrzeuge werden im Nachgang an so einen Transport hygienisch aufbereitet durch eine Scheuerwischdesinfektion. Das Personal legt dann die Einsatzbekleidung ab und tauscht die gegen frische Bekleidung. Im Anschluss ist das Rettungsmittel nach der Einwirkzeit des Desinfektionsmittels umgehend wieder einsatzbereit. Mich persönlich beunruhigt die aktuelle Situation nicht. Entscheidend, glaube ich, ist für alle, ähnlich wie bei der Grippe-Influenza-Situation, die persönliche Hygiene, regelmäßiges Händewaschen, Händedesinfektion, eine entsprechende Nies- und Hustenhygiene, das heißt niemanden anhusten, in den Ellbeugen husten, Kontakte in großen Menschenmengen möglichst vermeiden, dann glaube ich, ist jeder sehr gut aufgestellt.